Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throne und Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. So, wir gucken jetzt gleich mal in den ersten Kommentar rein von Tom, der Fan. Wann hast du angefangen? Ja, das war ziemlich genau vor 2 Jahren, als das Spiel rausgekommen ist. Da habe ich mit Animation Throwdown angefangen. So, dann schauen wir mal rein in den nächsten Kommentar. Safi Sunshine, kriege ich die Mythic, die im letzten Video oben links war? Die da, willst du die haben? Kann ich dir leider nicht schenken. Aber wenn ich das könnte, würde ich das gerne tun. Aber ihr könnt mir gerne so eine da mal machen. Gucken. Also wenn ihr Lust drauf habt, haut rein. So, ja. Jetzt sind wir hier erstmal soweit durch. Dann gucken wir mal hier rein. In den Shop. Erstmal hier in Mamas altmodisch Geheimnisschatulle. Nach wie vor der Mythic Bullock. Jetzt bin ich irgendwie blöd irgendwo drauf gekommen, was ich eigentlich gar nicht so will. So, alles klar. Dann gucken wir mal hier in den Shop rein. Ja, und da sehen wir den oh mein Gott. Mythic Dale. Mythic Dale mit Two Butt Goat, Cuddles, Knife Wielding Seal und Bill Daughtery. Jetzt müssen wir uns den Dale mal geben. Ich habe es die ganze Zeit gesagt, der Dale in Mythic. Wann kommt er? War die ganze Zeit immer in der Common Version. Ich hätte jetzt nicht vermutet, dass sie tatsächlich eine Mythic draus machen aus dem Dale. Naja, schauen wir mal. Da ist er, der Snake Hunter. Erste Combo hier, Snake Hunter. Die sieht relativ stark aus, mit viel Gas. Motivieren und Mauer durchbrechen. Uiuiuiui. Die ist echt sehr nice, würde ich sagen. Das ist der Snake Hunter. So, was haben wir da als nächstes? Dale to the Rescue. Fehlt irgendwie das Bild. Keine Ahnung. Ah, jetzt kommt's. 27er Burger und 19-fach Schild. Das ist relativ defensiv, aber haut schon. 27 Burger ist schon stark, ja. Was haben wir denn hier? Was ist denn das jetzt? So, hier haben wir jetzt Propanwarndale. Auch wieder mit Gas und mit einer Bombe. Okay, mit Musikkarten. Den Schwimmerdale mit Hijack. Hijack, Cheer All und Cripple. Auch mit Sportkarten hier. Okay, dann haben wir Sand in der Tasche mit Gas und Cripple. Krav Maga Dale, sehr defensiv mit Leech, Revanche und Mauer durchstoßen. Disco Dale mit Motivieren, Revanche und Cheers. Oder Cheer. Unbezwingbare Sucht mit Gas und Mauer durchstoßen. Also ganz ehrlich, bis jetzt die erste Combo war die stärkste noch hier. So, was haben wir jetzt da? Traumatisierter Dale. Keyboard-Spieler Dale. Waffen. Vereinspräsident. Lobbyist Dale. Okay, das waren 40 Angriff. First Hit. 43 mit dem Buch der Zaubersprüche. Handtuchmanager Dale. Okay. Baseball Dale. Oh. Ja, also ganz ehrlich,
Es ist fast wie ich es erwartet habe. Also der Mythic Dale, den brauchst du genauso viel, genauso sehr wie ein Pickel am Hintern. Keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich mit dem Ding anfangen soll. Also gut, die Animal Combo ist echt stark und danach baut sie mega ab. Naja, also, ich muss jetzt mal ganz kurz jemanden begrüßen, der neu in die Gilde reingekommen ist. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Pi, Roxt, hello. Ich schreibe mal zurück, hello. Pi, Roxt. Noch keine Ahnung, ob der gut oder nicht gut ist. So, dann schauen wir jetzt mal hier. Da ist nach wie vor der Hank Hill. Sehr starke, legendäre Karte. Die King Teagle Box mit Little King Trash Mouth. Da bin ich. Cuddles, Sacrificial, Robot Goat Bandit. Auch nochmal ich. Ja. Philip J. Fry und Bill Daugherty. Mega geile Box auf jeden Fall. Dann haben wir hier die Squirrel Bandit Box mit Pigeon Bill Bandit, Knife, Wailing Seal, Queen of Katsteros, Bill Daugherty und dem Klaus Heißler. Also, ihr kennt meine Meinung. So, und dann sind wir auch schon soweit. Es ist soweit. Wir gucken in die Combo-Recipes rein von heute. Und da haben wir den Marionette Chris als erstes. Marionette Chris. Let's have a look at the Marionette Chris. Das ist der da. Und dann muss ich mal wieder so ein bisschen einzentrieren hier. Geht irgendwie gerade nicht. Komisch. Doch, jetzt kriege ich ihn. So. Also, eine Marionette Chris mit einem Chris. Wen wundert's? Ja, ist ein Chris. Ja, Marionette Chris. Mit einer Spielzeugkarte. Die einzige legendäre, die wir da haben, ist der Wireless Audio Transmitter. Ja, dann kommt eine defensive Combo bei raus mit Revanche und mit Leech. Ja, also keinesfalls 500 Gems wert. So, dann haben wir Brian's Hot Date. Und Brian's Hot Date erinnert mich so ein klein wenig an eine andere Combo, die ich als die schwächste des ganzen Spiels ansehe. Baby Quagmire. So, und hier haben wir Brian's Hot Date und guckt's euch an. Da hinten kommt eine Karte raus, ganz ohne Effekte. Und vor allem, ja, jetzt mal ohne Scheiß. Also ich frage mich, ist das Mädel da am Tisch, ist die so sexy oder was, ja, dass der Brian gar nichts mehr hinkriegt, dass sein Hirn total im Eimer ist und ich meine, guck doch mal da, ja, vorher kann er noch, hier hat er noch Bodyguard-Funktion. Dann hat er Schneckscher auf der anderen Seite vom Tisch, weißt du, und Bodyguard ist weg, keine Ahnung. So, dann kann er Angriff mit hinzubekommen, wenn eine Combo gespielt wird in der Urversion, hier in der Mythic-Version. Ja, dies ist fad. Das Bömmsche ist auch weg, ja. Also, die verdreht ihm scheinbar so sein Hirn, ja, dass da gar nichts mehr funktioniert. Der kriegt ja überhaupt nichts mehr hin, der Kerl. Da, hier. Nix. Alles weg, alles fort. Brian ist. Ja. Typisch Mann halt, ja. Wenn die weiblichen Lebewesen in Gegenwart sind, da geht nichts mehr. So. Alles weg, alles weg. Gehst du mit dem Mädel ins Restaurant, ist alles fort. Wahrscheinlich ist seine Geldbörse danach auch leer. Nichts mehr da. Ei, 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 ei. Wie kann man so eine Karte machen?
Also sehr bedenklich, sehr bedenklich, Congregate. Was wollt ihr uns damit sagen? Kann sich jeder. Könnt ihr mal gerne drunter schreiben, was eure Erklärung dafür ist, warum er bei seinem Hot Date, bei seinem heißen Date plötzlich keine Effekte mehr hat. Alles weg. Fort. Na, bin ich mal gespannt, was ihr darauf antwortet. Was euch dazu einfällt, wie es so weit kommen konnte mit dem Brian, was sie mit ihm gemacht hat. Oder er, das ist doch Stewie. Ja. Oh mein Gott. Also, dann gehen wir mal in die nächste Kombo rein. Das ist hier Partyboard. Ja, uns Partyboard sieht schon ein bisschen anders aus. Ja, Partyboard ist das hier mit einer Amy, mit Dr. Amy Wong zum Beispiel. Ja, und mit einer Autokarte. Bessere Kombo, aber scheiß Karte. Scheiß Kombo-Karte. Was will ich mit Golfball Escape? Ja, dadurch wird das Partyboard natürlich auch wieder total überflüssig, ne? Ich meine, Cripple All, Burger, dann heilen, Heal All ist schon geil. Aber sorry, Golfball Escape. Nö. Nö, nö, nö. Also dafür geben wir mal nichts aus. Da sparen wir unsere Steinchen. Dann haben wir hier den Moonshine Roger oder auch Schwarzbrenner Roger. Und ja, dem werde ich jetzt mal, also ich habe den Moonshine, oh, das ist eine falsche Kombo, den Moonshine Roger nicht oft gespielt, definitiv nicht oft, aber ich habe ihn auch schon gespielt. Gerade hier, wenn du wirklich mal ein Blatt kriegen musst, hier mit Mauer und Gas, ist nicht ganz so schlecht, wenn wir den jetzt maxen. Jetzt nicht die Oberbringer-Kombo, definitiv nicht. Ja, hier aber 19-fach Gas, 19-fach Mauer, 22 Angriff. Mit der Powtucket Patriot Ale, die ich ja sowieso im Deck habe, deswegen, und den Roger habe ich auch im Deck, deswegen werde ich zumindest mal einmal das Ding hier kaufen. Ja. Den Moonshine Roger oder Schwarzbrenner Roger. So. Den habe ich mir jetzt einmal geholt. So, dann geht's weiter. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Irgendwie so. Aber das konntet ihr jetzt nicht sehen. Ich habe irgendwas verschoben. So, dann haben wir als allerletztes wieder eine fünfte Combo heute. Das ist der Baseball Chris. Und der Baseball Chris sieht folgendermaßen aus. Da haben wir den hier. Den Chris Griffin. Mit Sportkarten. Kommt raus, eine Mauer, Cripple All und Leech. Das ist gut. Definitiv gut. Aber ich habe keinen Chris. Ja, also insofern, wer ihn hat, mit Sportkarten ist schon nicht so schlecht. Ne? Also in dem Fall als defensive Combo. Aber ich brauche sie mir nicht zu holen. Ja. Wenn es euch gefallen hat und wenn euch das Video geholfen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like, das da, einen Daumen nach oben freuen. Oder hier, also abonniert den Kanal und läutet die Glocke, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ah ne, schreibt was in die Kommentare, was euch einfällt, ja. Und vor allem, erklärt mir mal, ehrlich, ich bin gespannt auf eure Erklärungen. Was könnte da mit dem Brian bei seinem Hot Date passiert sein, dass er plötzlich gar nichts mehr kann? Da bin ich echt mega gespannt. Lasst ruhig eurer Fantasie freien Lauf, aber es muss jugendfrei bleiben. Also zumindest zu einem gewissen Grad. Ja. Und die Dinger lese ich natürlich dann vor, eure Ideen. Also, wenn es euch gefallen hat, also haben wir ja schon alles gehabt, ja, dann schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.